Ich bin auch ganz ehrlich, so der erste Monat auf dem PC, das war nicht Homecoming, sondern das war einfach nur im Prinzip noch eine Beta. Ich komm gleich wieder. Musst du jetzt pinkeln? Ja. Mulligan Update Overview. Guck mal, die haben da schon Patches. Kommst du vorbei? Ja, ja. Alles gut. Okay. Also sie haben ja gesagt, dass es alles zu viel für die war und dass die Konsolenspieler jetzt ein bisschen zurückhingen und dass das alles furchtbar leid tut. Und wie gesagt, der erste Monat auf PC war richtig schrecklich. Ihr könnt euch froh sein, dass ihr da nicht Homecoming gespielt habt, weil da war halt noch wirklich sehr viel Bockmist da. Die haben gesagt, alle 6 Monaten sind wir fertig. Nun ja. Ja, gut. Ich meine, sie haben das Spiel auch nach 6 Monaten veröffentlicht, aber... Es war einfach nicht das Gwent, was man wirklich so geliebt hat. Nein, hoppla, das wollte ich eigentlich gar nicht machen. Ich wollte ganz kurz die 2 Kartenfässer aufmachen, wenn ich hier noch rede. Dann haben wir wenigstens ein bisschen Content. Also sie haben gesagt halt, ja, oh, guck mal, ein Schild. Ein Erfolg freigeschaltet jetzt auch noch. Zerstöre 100 Kartenfässer. Das ist interessant. Wie gesagt, der erste Monat war einfach nur Beta-Phase für die ganzen PC-Spieler. Und da war es wirklich sehr schrecklich und da haben auch wirklich viele Leute gesagt, dass sie aufhören, weil Homecoming ihnen selber keinen Spaß mehr gemacht hat, weil da halt wirklich sehr absurde Decks möglich waren, die jemand mochte, aber ja. Ja, wir müssen halt wirklich noch was tun. Und vom Balancing her finde ich, also Sihil wird genervt. Die Sache am Sihil-Nerf ist, Sihil wird halt eher kaputt gemacht. Okay, die Karte kostet jetzt noch 11 Provisionen anstatt 15. Es ist leider trotzdem so, dass sie hier halt mit dem nächsten Patch verschwinden wird, sage ich mal. Nicht mehr so diese Karte ist, die Decks ganz alleine gewinnen kann, was relativ toll ist. Dadurch werden auch diese Sihil-Decks ein bisschen verschwinden. Wir haben aber wahrscheinlich immer noch das Problem, dass manche Artefakt-Decks immer noch da sein werden, immer noch möglich sein werden, manche Zauberlasting-Decks. Aber die sind momentan eigentlich nicht so häufig vertreten. Aber ja, ich spiele auch etwas Usurp, bis er tot ist. Ich würde Usurper nicht gerade als tot bezeichnen. Also Usurper würde ich eher so bezeichnen. Der hat 9 Provisionen weniger als Elfner. Aber dafür ist die Fähigkeit eigentlich relativ gut. Die Frage ist, wie viel machen diese 9 Provisionen aus jetzt in diesem neuen Spiel? Ich meine, der wird im Vergleich zu anderen Anführern vielleicht 5 Provisionen weniger haben. 5 Provisionen sind vielleicht ein paar Karten. Ja, kann man vielleicht nicht unbedingt einen Schub mitspielen, aber ja. Ja, die Beta war wirklich anspruchsloser. Das sieht aber schon an die Felder und alles andere, die Karten sehen wesentlich besser aus. Wenn wir sagen, bevor wir jetzt hier lang rumschnacken, was wollen wir noch heute spielen? Ich würde sagen, wir fangen mit ein bisschen Squirtle Tail an. Ich will ein bisschen Elfen spielen. Ich weiß nicht warum, ich will ein bisschen Elfen. Von daher ist es halt... Jetzt wird ja die Polizei draußen unterwegs. Ich bin gegen Crate. Da kommen neue Deckarten und es wird gemeckert. Ich finde, welche neue Deckarten meinst du im Allgemeinen? Elfenwatch will ich nicht haben, die will ich nicht haben. Kann Artefakte kaputt machen, was relativ toll ist. Ifline habe ich für später noch, wobei ich weiß nicht, ob ich die unbedingt brauche bei ihm. Möchte ich sonst erstmal die Hand behalten? Ich denke, ich werde sonst erstmal die Hand behalten. Und ich muss direkt anfangen. Will ich mit der Elfline anfangen? Eigentlich nicht. Will ich mit den Hexern anfangen? Eigentlich nicht. Aber ich könnte mit den Neophyten anfangen. I shall not fail. Sie war nun noch... ich hasse diesen Marodeur. Was sagst du zum Sweden? Moin, Chewbacca. Ja... Relativ wenig Informationen. Was soll man dazu großartig sagen? Sie haben nichts wirklich preisgegeben. Ja gut, Artefakte haben einen neuen Decktyp hervorgebracht. Aber das, was Artefakte hervorgebracht haben, ganz am Anfang, war einfach nur richtig grottig. Also Artefakt gegen Artefakt-Decks zu spielen hat einfach überhaupt keinen Spaß gemacht. Das war irgendwie so ein, weiß nicht, Duell, was fast sinnlos war, so wie es an vielen vorkam. Was wirklich sehr schade war. Okay. Könnt nächste Runde 2 Karten verletzen, könnt Piratenkapitän ausspielen. Das heißt, ich werde den mal hochboosten, dass er nicht Piratenkapitän ausspielen kann.
So what's our plan? Ziel ist, bis zu 3-mal MVP ausspielbar. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Naja, also man kann sie immer noch ausspielen. Das Problem am Ziel ist einfach, der Cooldown ist jetzt auf 2. Das heißt, du kannst nur alle 2 Runden schießen. Ist jetzt halt wie so ein bisschen an Crate als Anführer. Ich bin relativ gespannt. Ich lasse mich überraschen. Artefaktics. Also es war halt diese Spielweise mit den Artefaktics, ne? Verband geben. Das Problem ist, wenn du für Sihil auch im allerersten Moment keine Antwort hast, wenn du diese Artefaktwaffe nicht sofort zerstören kannst und der Gegner spielt sie erst in der letzten Runde aus, dann hast du trotzdem ein relativ großes Problem. Und es gibt Decks, die spielen halt ohne großartig Artefakte. Also von daher, ja, man hätte ihm Verband geben können. Aber spielt den Zerreißen? Ich weiß es nicht. So, ich werde in der nächsten Runde auf jeden Fall Elfenwut später rauskriegen. Spiel erst wieder seit Weihnachten. Dann haben wir echt geholfen. Danke dafür. Kein Problem, Chewbacca. Dafür sind die da. Er hat gerade einen Elfen von mir vernichtet, ne? Ich hasse es, wenn Elfen von mir vernichtet werden. Möchte ich irgendwas hochboosten? Ich habe eigentlich gerade nichts, was ich wirklich hochboosten will. Und ich werde wahrscheinlich die erste Runde auch noch verlieren. Eine ganze Reihe Dreier. Aber ich kann hier nicht wirklich was anschießen. Mach mal den weg. Okay. Will ich meine sehen? Das war ein Rieger. Da komme ich aber rüber. Wobei, die geben mir 4. Doch, ich komme um einen Punkt rüber. None shall tread on us. Jetzt auch noch Elfenwatch rauskommt. Humans to the sea. Okay. Any last words? Und ein Professional. Komme ich bei weitem nicht mehr rüber. Das Problem ist jetzt auch halt, dass ich eine Karte weniger habe. Es ist halt gerade echt das. Also es ist. Oh, es ist wieder so ungewohnt zu streamen. Ich habe nichts gegen Streamen. Das Problem ist nur, wenn ich streame, konzentriere ich mich mehr auf den Chat und weniger aufs Spiel. Das sollte man vielleicht nicht machen. Aber ja, momentan ist halt. So, was will ich nicht haben? Forest ist ganz toll. Ich muss sowieso eine Karte ausspielen. Ich denke nicht, dass er jetzt weiterziehen wird. Ich werde eine Karte mehr verlieren. Ich habe immer noch Shiro, was relativ toll ist. Er kann Artefakte spielen, er kann Speere spielen. Ich brauche aber nichts, womit ich unbedingt bewegen kann. Also mobile Variante wollten sie. Eigentlich müssten sie eine mobile Variante wesentlich früher rausbringen. Weil ich glaube, das hat auch Hearthstone so zum Erfolg verholfen, dass es mobil verfügbar war, ne? Bent hätte das auch längst gebraucht. So, was könnte ich nachziehen? Was will ich noch haben? Milva wäre ganz gut, Milane wäre ganz gut. Eigentlich sind meine stärksten Karten noch im Deck drin, ne? Von daher möchte ich. Was möchte ich ablegen? Ich denke mal, ich möchte einen Sapeur ablegen. Okay. Ich kann auch noch eine Brigade ablegen. Die weiß ich nicht, ob ich die unbedingt brauchen werde. Ich lege mal eine trotzdem ab. Njerwin, das ist in Ordnung. Ich habe zumindest etwas, was er nicht direkt angreifen kann. Wobei jetzt hat er hat bestimmt wieder Marodeur und macht Milva weg. Naja, leichtes Langschiff. Nee, ich habe kein Trinken. Kein Trinken. Aber ja. Wenn ich Shiro besser gewesen zu Moon, dann mit Forest rausholen. Weiß, es kommt drauf an, also die Sache ist halt, wie viele Vierer und wie viele Fünfer er ausspielt. Ne? Einhorn ist schon raus, das heißt, er hat noch Zironex. Und die Karten, die auf 5 sind, die kann ich ja auf 4 runterdrücken. Von daher weiß ich nicht, ob es unbedingt besser gewesen wäre. Okay. Ich werde meine Karte um ein paar Punkte boosten. Ich werde mal mit Shiro ein paar Punkte boosten.
stand before the Queen of Skellige. Die Sache ist, die ja gerade auf 5 Punkte hat, die kann ich ja noch runterschießen. Auf 2 Karten abwippen, wahrscheinlich meine 5er runterschießen. Zumindest verletzen. Okay, er schießt sie sogar auf 3 runter. Ich würde eigentlich ganz gerne noch eine Runde warten mit Milene. Bis jetzt spielt aber auch keine Artefakte aus, was mich wundert. Hiermit mache ich 3 Schaden. Ich habe momentan echt keine guten Karten zum Ausspielen, das ist so das Riesenproblem. Waste of arrows. Ich werde möglichst seine Vierer nicht angreifen. Er scheint mir keinen Speer oder sowas zu spielen. Das heißt, ich kann mit Zerbörfer raus aus. Wie viele Elfen habe ich auf dem Feld? 3. Das heißt, der verursacht 3 Schaden, was ein bisschen doof ist. Wir haben mal der Dinge wieder noch voll. Abwarten. Kannst du bitte aufhören mit dem Fidget Spinner? Warum? Weil ich das höre. Ja, musst du rausnehmen wieder. Ja, du hast mich zuerst angezickt. Ich habe nur gesagt, kannst du bitte aufhören mit dem Fidget Spinner? Ja, und dann, weil ich es höre. Ja, das ist der Grund ist. Nee, aber wie? Der Ton macht die Musik, mein Freund. Okay. Nein, ich denke, hier haben wir nicht mehr wirklich viel zu tun. Ich kann eine Brigade ausspielen. Die Brigade könnte sogar... Will ich die erstmal ausspielen? Shiro macht 3 Punkte, ne? Das ist halt so... Ja, komm. Ich nehme den Milene. Die bringt immer noch am meisten Punkte. Yes, du an. Okay. Also ich denke nicht, dass Shiro irgendwas großartig macht. Er macht 3 Schaden. Kann ich eigentlich auch Burner anschießen? Okay. Ich kann nächste Runde halt 3 Vierer von ihnen machen, nicht mit Shiro, aber es wird bei weitem nicht ausreichen. Okay. Wenn man sich daran gewöhnt hat, spielt es sich halt eigentlich vielleicht. Ich finde, Gwent ist auch momentan, wie gesagt, ziemlich gut gebalanced, ne? Weil wir haben viele Decks, aber wir haben auch viele dieser Decks auch wirklich ziemlich gute Antworten, aber ja. Ziehen wir mit dem Patch beerdigt. Was will man mit der Karte noch? Was für... Ja. Das ist halt so dieses. Okay, er spielt sogar. Finde ich gar nicht mal so verkehrt, dass er noch eine Vierer ausspielt. Weil damit ermöglicht er uns jetzt nämlich gerade einen sehr guten Shiro. Nur noch 8 Punkte. Ich weiß, dass eine seiner Karten Wildschwein der See ist. Das heißt, ich werde jetzt hier einfach 2 Karten nochmal verschieben, dass die nicht mehr angegriffen werden können und muss passen. So, man muss 21 Punkte mit 2 Karten aufholen. Eins ist Wildschwein der See. Geralt Professional raus, aber ja. Habt ihr das letzte Play of the Month gesehen? Nice Moments und ein verursachter Crash. Habe ich nicht... Habe ich... Doch, ich glaube, ich habe es gesehen, aber ich fand die gar nicht so... Okay, hat verloren. Ich fand die gar nicht so krass, die Plays. Das Problem ist an den Decks, die sind halt relativ toll, aber bis sowas irgendwann mal funktioniert, kann halt eine Menge Zeit verstrichen gehen, so. Wenn du selber Videos von Gwent machst, dann weißt du ganz häufig, wie häufig solche Spiele vorkommen, die da gezeigt werden. Das ist nicht wirklich sehr häufig, auch mit den Decks. Na? Das ist halt so das, ja, mindert so ein bisschen immer das Play of the Game oder Play of the Month. So, jetzt kann man starten, jetzt bin ich beim Game mit bei. Wir haben gewonnen. Ich weiß. Wir lagen eine Karte hin und haben gewonnen. Ich weiß, aber ich war beim Anfang nicht dabei. Achso, du warst ja auf Toilette. Dann habe ich nach Trinken gesucht und musste feststellen, dass du nichts mehr hast. Ich habe noch... Das trinke ich nicht.
dort dann nicht. Da verdurste ich lieber. Ach so, okay. Ich habe irgendwas im Kühlschrank. Aber da hast du bestimmt nicht nachgesehen, hä? Doch, aber da war auch nur Waldbeere drin. Nee, da war auch noch... Okay. Der Arizona war schon angefangen. Der war nicht angefangen. Der sah angefangen aus. Außerdem habe ich noch im Flur die Kisten. Du bist mitten an einer vorbeigelaufen. War da noch was drin? Ja, der Apfel. Jetzt bin ich dabei. Jetzt können wir loslegen. Hey, auf, ich setze halt vom Kopf. Nein, ich mobbe dich jetzt. Jetzt mobbt sie mich. Aber sie ist jetzt dabei und jetzt können wir loslegen. Jetzt will sie mich umbringen. Okay, wir spielen gegen Scarlet Hill. Ich fange mit Milva an. Kannst du die Zange? Oh, die habe ich schon überall gesucht. Die lag da! Nein, habe ich nicht überall gesucht. Ich wollte sie nur aus der Hand nehmen. Ich weiß, dass du mit so einer Zange anstellen kannst. Our brothers and Avalis need us. Oh, es sind Zwerge. Jetzt hör auf so zu schnaufen wie Nilpferd. Wo ist Nilpferd? Ja, ich weiß. Darum weiß ich auch, wie er entschnauft. Das ist alles Erfahrung, Fräulein. Nix, Fräulein. Orientierung und Frauen, Klischee confirmed. Nee, das hat nichts mit Orientierung zu tun. Wenn er da einen Sack Katzenstreu drauf zu stehen hat, sehe ich nicht, ob der da noch was drin hat. Ja. Der war nicht mal ganz drauf. Ach, wir sind der dran. Der war drauf! Der war nicht mal ganz drauf. Steht da oben auf den Kasten. Warum, was will ich jetzt ausspielen, ist die großartige Frage. Ich denke mal einen Archer. Außerdem habe ich eine gute Orientierung. Aber die Archer brauche ich noch für später. Will ich einen Scarlet Hill? Oh, ist gerade so schwer. Ach komm, Archer. Ist das ein Deathstream? Nein, es ist ein liebevoller. Wir sind familienfreundlicher Stream. Family Nein. and Friends. Eigentlich nicht. At last. Er holt Zihil raus. Oh, es ist ein Zihil. Musst du kontern. Na, kann ich nicht. Ja. Das ist dieses Riesenproblem. Das ist dieses Riesenproblem. Denn jetzt kann man sagen, okay, man könnte die Karte Doom machen, aber ich habe gerade keine Möglichkeiten, diese Karte zu beantworten. Was will ich jetzt tun? Und er macht schon mit dieser Karte 2 Schaden. Ich habe keine wirklich großartige Antwortmöglichkeiten und ich werde Elfenwatch in dieser Runde nicht rauskriegen. Das ist gerade das Problem. Er wird diese Karte auch nochmal nächste Runde wiederbeleben können. Das heißt, ich muss meine Sapeure rauskriegen, meine beiden. Sapeure. Passen. Ja, aber ich muss vorher noch eine Karte ausspielen. Ich kann nicht einfach passen. Die Rache. Er hat schon immerhin zweimal seine Anführerfähigkeit rausgehauen, ne? Swords I smile at, weapons laugh to scorn. Okay. Die Frage ist, will ich nochmal einen Neophyt ausspielen? Ne, ich passe jetzt. Ja, es macht halt keinen Sinn. So, wenn es jetzt halt die letzte Runde wäre. Was hätte ich da tun können, so? Ist aber gut zu wissen, dass er sich hier spielt. Passe. Alle wollen, dass du passt. Ich hab gepasst. Wo ist die Katze? Wir brauchen die Katze. Du meinst, du willst nicht. Du kannst alles, wenn du nur an dich glaubst. Oh, nein. Das kann man trotzdem nicht. Ich kann trotzdem nicht fliegen. Was sind das hier eigentlich? Nasenpinökel? Ja. Putzbesen. Ich weiß. Wie hießen die damals? Ein Reagenzglasreiniger. Das ist ein Pfeifenreiniger, du Pfeife. Ja, es ist halt ein Pfeifenreiniger, so klein wie das ist. Anwalt! Brühet! Okay, ich brauche einen Sapeur, sonst habe ich verloren. Oh, guck mal, wir haben keinen Sapeur auf der Hand. Das dachte ich mir schon. Weil ich so sarkastisch gesagt habe, oh, Elfenwatch. Call of the Faust, damit kann ich mir einen rausholen. Ich bräuchte aber wahrscheinlich beide. Die Frage ist, will ich jetzt halt weiter spielen, ne? Wird er weiter spielen? Wird er ziehen? Ich denke, er wird trocken passen. Ich meinst du, er wird eine lange letzte Runde, wenn er es auch jetzt ja. beenden kann? Ja, er wird eine lange letzte. Also wir haben 2 Sapeure, die wir rausholen können. Weil er immer noch nicht wissen kann, was du halt auf der Hand hast. Okay, vielleicht will er doch nicht. Naja doch, er muss Karten ausspielen. Wir haben noch nicht das Mulligan-System. Ja, stimmt. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Ich auch. Und?
Wie soll denn noch zweimal kommen? Einmal ganz Artefakt. Nee, mal gucken, mal spät weiter, glaube ich. Er könnte die Karte nochmal. Nee, also stimmt, er kann es noch einmal wiederbeleben. Aber vielleicht spielt er trotzdem mit Speeren. So. Die Sache ist, ich kann natürlich mehr Karten ausspielen. Was will ich mit Evelyne boosten? Lese mir. Nee. Es sollte eigentlich eine möglichst schwache Karte sein, sowas wie ein Bowman oder vielleicht, ne? Dann nimm doch den Bowman oder den Neophyt. Ich überlege, ob ich einen Neophyten booste. Nee, aber die sind halt relativ schwache Karten, die ich vielleicht nicht so Runde abwerfen will. Andere Sache wäre eine Milane. Ich nehme eine Milane. Du kannst den Dude wieder beleben, der Artefakt aus dem Friedhof wieder beleben kann. Du musst jetzt noch weiterspielen. Das ist möglich. Ja, die Frage ist, was will ich abwerfen? Will ich Mover abwerfen? Brauche ich die? Ich denke nicht, dass ich die brauche. Ich hätte gedacht, er spielt noch ein bisschen weiter. Er hat nur schwache Karten ausgespielt. Von daher weißt du, dass er nicht mehr weiterspielt. Wenn er weitergespielt hätte, hätte er den Zwerg bewegt. Dreimal geht nur bei Ehemir, wenn ich nicht ganz falsch bin. Er hat mich bewegt. Oh. No. Okay. Oh, guck mal, Phil. Was denn? Hast du die dicke Frau da gesehen? Die da rechts steht? Ja. So, ich will einen Neophyt abwerfen. Yevon möchte ich nicht abwerfen. Warum ist Yevon eigentlich so gemein? Warum der den Typen wegschubst? Ja. Weil er es verdient hat. Weil er es verdient hat. Shiro würde ich ganz vielleicht noch ziehen. Was will ich abwerfen? Brauche ich wirklich einen Bowman? Bowman kann halt sehr nach hinten ausgehen. Ich denke nicht, dass ich den wirklich brauche. Nee. Okay. Habe ich was fast so Gutes gezogen, den Bowman. Wir fangen erstmal hiermit an. Tricks werden wir nämlich nicht schützen, Dorna. Wer spielt denn Wolfpack? Wolfpack spielen momentan tatsächlich sehr viele, die Sihil oder Schubdecks spielen. Einfach nur, um stärkere Goldkarten reinzunehmen. Und Wolfpack wird eigentlich sonst immer weggemulligant. Also wenn du sehr viele Goldkarten hast, die hohe Provisionskosten haben, wie er wahrscheinlich, Sihil, Avalach, Caretaker, dann musst du auch Karten wie Wolfpack spielen, weil ansonsten wirst du nicht dagegen ankommen. Da ist ein Speer. Meinst du, ich sollte den Speer vernichten? Ich meine, das... Der könnte auf Dauer halt eklig werden. Ja, und jetzt ist es eine ganz lange Runde so. Ich meine, dann kneife ich mir Shiro. Wir haben eine ganz lange Runde. Und wenn er wirklich auf Sihil ausgelegt ist, dann wird da nichts mehr helfen. Er hat noch einen Speer. Okay. Den sollte man jetzt natürlich nicht kaputt machen. Ne? Da sollte man jetzt natürlich darüber stehen und sagen... Ich weiß, was du geplant hast. Und es wird dir nicht gelingen. Na gut, aber Sihil wird auch extrem kaputt gemacht. Ne? Sind wir mal ganz ehrlich. Also ein Cooldown von 2 Runden macht die Waffe schon kaputt. Gut, die Frage ist, wie hätte man es anders ändern können? Das ist es halt, ne? Ja. Das Problem ist, Speer, Schild und Sihil sind momentan so Artefakte, die sind eigentlich sehr schlecht designt, weil die machen nur einen Schaden oder versuchen einen Boost zu machen. Ne? Das sind irgendwie so eine extrem langweiligen Artefakte. Wenn ich mir allerdings die anderen Artefakte angucke, wie den Frightener, den Blutigen Pflege, den Summoning Circle oder vielleicht sogar das Vampirblut, das sind interessante Artefakte. Davon hätte ich wirklich ganz gerne mehr gesehen. Aber ja, nicht Speere, Schilde und sonstiges. Ich denke, mit dem Nerf auf nur noch alle 2 Runden wirst du das Ding nicht mehr in allen 3 Runden spielen. Dafür sind 3 Runden dann zu kurz. Ja. Die Frage ist, möchte ich zuerst den Caretaker kaputt machen? Will ich zuerst Sihil leben lassen? Ich lasse mal Sihil noch eine Runde leben. Ne? Ich muss ja nicht sofortig wegmachen. Und den Caretaker auch? Der Caretaker, ich weiß es nicht, ob er den wiederbeleben kann, von daher würde ich den vielleicht ganz gerne auf dem Feld lassen. Es kann möglich sein, dass er ihn wiederbeleben kann. Das heißt, ich sollte den vielleicht auf dem Feld lassen. Ich benutze dann aber nächste Runde Call of the Forest, mische Alerien wieder zurück ins Deck, hole meine Artefaktzerstörung raus. Und dann machst du Sihil weg. Zerstörst Sihil, ja. So. Ich muss ganz wichtig den Sapeur nehmen, jetzt haben wir keine Elfen mehr auf der Hand.
jetzt das Falsche angeklickt. Nein. Also ich meine, er spielt Speere, Schilde, Sihil, Caretaker, Avalar. Sihil Range 1 geben, das könnte trotzdem noch ganz schön stark sein. Ja, vor allem, also ein Squirtle Tail könnte es halt auch ziemlich gut sein, weil man die ganze Zeit bewegen kann. Ne? Ja. Und Range 1 ist, ich weiß nicht, ob das Sihil stoppen würde. Ich finde das, nee, glaube ich nicht. Also es wäre auf jeden Fall dann auch ein Nerf, der es vielleicht genauso kaputt macht wie jedes andere Deck. Da wird man halt auch Squirtle Sihil Deck sehen. Es ist halt schwer. Eigentlich, Sihil ist schon im Design eine schwer zu balancierende Karte. Man könnte auch die Provisionskosten auf 20 anheben, aber... Man könnte auch die Karte generell ändern. Ja, wie häufig willst du so eine Karte der Provisionskosten anheben, bis es auch eine schlechte Karte wird? Meinst du, der hat noch einen Chiru? Keine Ahnung. Ich glaube, der hat noch einen Chiru. Aber ich kann Chiru für den ersten Moment verhindern. Wieso hat unser... Jo, fühlt ein Cooldown von 1. Aber kann er sich Shiro und den Deck leisten? Also sind wir mal ganz ehrlich. Erstmal den Sihil PTR starten. Ja, ein PTR nur für Sihil. Sie haben ja gesagt, sie wollen nicht mehr so viele PTRs machen, weil die den Hype wegnehmen. Und jetzt... Die Provisionskosten werden halt noch interessant, wie sich das mit den Anführern auswirkt und ob da an den Karten vielleicht doch noch ein bisschen was gedreht wird, ob vielleicht einige Karten außer Sihil auch noch Provisionskosten. Ja, aber das wirst du dann sehen. Aber das werden wir dann, ja, das werden wir im Patch sehen. Erstmal so wie das Mullige machen, finde ich es relativ toll. Weil so aber ist man vielleicht halt sollten die so ein PTR machen, wo, keine Ahnung, ausgewählte Spieler das dann spielen. Einfach. Haben sie doch. Ja? Also ich glaube, intern gibt es Leute, die das immer spielen. Aber so öffentliche PTRs wollen sie nicht machen. Ist ja auch. Gibt auch immer. Okay. Geh mal Professional. Dann hat er garantiert kein Chiru mehr. Also wenn der ein Chiru hat, dann weiß ich nicht, wie er das mit seinen Provisionskosten aber wenn die das halt nur intern hallo, Herr Loki. Intern testen, dann haben die ja immer nur die gleichen Ideen, weißt du? Wie wäre es, wenn sie da einfach mal noch... Die haben ja noch andere. Also die haben interne Tester und die haben halt bekannte Streamer, die auch immer eingeladen werden. So. Also Swim hatte, glaube ich, Zugriff zu jedem PTR. Und der hat, glaube ich, schon so ein paar Ideen eingebracht, ne? Oder ist die Heal auf 2 Schaden locken? Weiß ich auch nicht, ob das die Waffe wirklich so besser machen würde. Gab auch die... was hat der bitte schön für den Deck? Der muss richtig schlechte Karten haben. Aber er kann halt alle 4er... Ach ne, er kann alle 5er... Der muss richtig schlechte Karten. Ja, also super. Der hat Heal, Caretaker, Avalach, Chiru, Doppelspeeren, Schild... Was hat der alles bitteschön noch in seinem Deck? Aber ja, trotzdem halt, ne? Das ist so ein zusammengewürfeltes. Der muss noch richtig. Die letzten Karten müssen richtig schlecht sein mit 4er und 5er Provision. Oder er hat halt wenig Goldkarten, ne? Und was hat er jetzt schon alles? Aber Professional? Ja, Seal, Professional. Er hat noch irgendeinen Zwerg hochgeboostet am Anfang. Kann seine letzte Karte vielleicht sogar Glaze sein. Das könnte echt noch ein Problem werden, wenn seine letzte Karte Glaze wäre. Also wir liegen von den Punkten relativ vorne und die Brigade versucht auch nochmal ordentlich, oder die macht auch nochmal ordentlich Punkte, ne? Mit der machen wir nochmal 6 Schaden. Steps. Moin, please steps. Schön auf den Montag, alle wieder da. Montag ist Schontag. Aber nicht bei uns. Also wenn der jetzt noch eine Iglaze im Deck hat, dann, keine Ahnung, dann muss ich das Deck nachbauen, um zu gucken, was der rausgenommen hat. Chiru, Professional, Care, Avalach, Sihil, Doppelspeer. Aber die fehlen ja noch ein paar Karten. Dazu noch die Donnertränke, Heilige. Kannst ja mal anschreiben, gib mal deine Deckliste. Gib mal Deckliste, du musst ja irgendwas gemacht haben. Bra, was hast du gemacht? Gib Deckliste. Sie hier binden mit anderen Karten, wie wenn der Griff zu Kläger. Hm. Dann wäre es aber auch. Den Deathstream hast du verpasst, aber nichts Großartiges, sag ich mal. Genau, Jule. Okay, wir haben genau gleiche Punkte. Es kommt auf die letzte Karte an. Wir haben noch unsere Anführerfähigkeit. Wir haben gewonnen. Also es gibt eigentlich keine Möglichkeit, wie wir verloren. Woher willst du das wissen? Jetzt hat er noch eine Überraschung. Nein, wir können nämlich noch mit dem dreimal schießen. Das heißt, selbst wenn ihr die Punkte vernichtet. Nein, der schafft das noch. Hast du vielleicht den Deck gesehen? Der schafft das. Ja, toll, die besten Karten sind schon raus gewesen.
Also er hatte schon, der muss ziemlich einen Crappers noch im Deck gehabt haben. Nein, das war ein gutes Deck. Frag ihn nach der Deckliste. Ich frag ihn nicht nach der Deckliste. Es war ein 0850. Mist, was wurde verkündet? Nichts wurde soweit verkündet. Einfach nur, was halt so ein bisschen patchen, dass die Patch halt diese Woche noch rauskommt. Nächste Woche kommt dann... Seahill wird genervt und also man hat jetzt ein anderes Mulligan-System. Ja, stimmt, das Mulligan-System. Jeder Spieler hat am Anfang der Runde 2 Mulligans, der anfängt hat 3 Mulligans, aber sonst immer 2 und die Anführer werden jetzt über Provision geregelt. Der schlechteste Anführer hat 10 Provisionen extra, ist der Usurper, der startet dann bei 160. Die beste Anführerin ist Elfner, die kriegt 19 Provisionen mehr, die hat dann 169. Das war das, was sie geändert haben, was sie angesprochen haben. Das Wort zum Sonntag. Ansonsten Bugfixes. Ja, was ganz wichtig ist. Menge Bugfixes. Bock. Chiro würde ich hier sogar ganz gerne anders rausholen. Das Problem ist, ich habe gerade nicht wirklich sehr viele Möglichkeiten. Fiend, es ist ein Topos. Weißt du, warum ich Todeswunschmonster hasse? Warum? Weil die meine Mutter umgebracht haben. Was? Nein, so scheiße. Ich mag einfach Todeswunschmonster nicht so. Wobei, eigentlich, ich mag's eigentlich doch, weil ich mag's irgendwie am meisten Todeswunsch zu spielen. Aber wie soll ich das ausdrücken? Warum mag ich es nicht? Es ist halt irgendwie so ein komisches Dick. Okay. Move! Und dann geht er gleich mit The Witcher all in. The Mighty Witcher, Marksborn. Vielleicht, weil ich hier nicht in dem Deck so die Möglichkeiten habe, die aufzuhalten. Okay. Also seine Artefakte und entsprechende Goldkarten kommen bei 9 Karten schon auf über 90 Provisionen. Ja, da kannst du ja sehen, was er für ein Deck gespielt hat. Ja, die restlichen muss er ja auch noch irgendwie. Also wie gesagt, der wird bestimmt ein doppeltes Wolfspack Nein, oder so die Modehaut. Haben. Der wird irgendeinen Dreier treffen. Siehst du? Becke-Mode. Zum Glück habe ich vorhin nochmal ein Mittagsschläfchen gemacht. Sonst wäre ich voll eingepennt. Okay, will ich Isengrim jetzt schon ausspielen? Ich möchte Isengrim jetzt schon ausspielen. Der einzig gute Mensch ist ein toter Mensch. Ja, bestimmt Zyklopen würde jetzt Isengrim wegwerfen. Habe ich nicht gesagt. Deathwish. Okay. Ich möchte erstmal. So, nächste Runde kann ich Elfenmoach noch rausholen, ne? Wie jetzt alle Modehaut schreiben. Bis wann streamt ihr heute? Bis 22 Uhr. Also wir streamen immer bis 22 Uhr. Weil ich Modehaut gesagt habe. Aber was heißt ja Modehaut? Aber Mode, sie ist trendy. So. Immer am besten Style. Wieder der Running Gag. Ja. Und freut ihr euch schon, wenn ich dieses Jahr dann wieder mit Gwent anfange? Das wird bestimmt voll lustig. Voll lustig. Ich werde dann die Pro-Ladder klettern. Nee. Also, wenn wir jetzt Roll of the Forest hätten, hätte ich so einen guten Chiro haben können, aber haben wir leider nicht. Ja, man wird nur noch eine lange Runde was bringen. Ne? Wir haben jetzt ziemlich viele. Ich werde aber wahrscheinlich keine. Nö. Ich werde wahrscheinlich keine eigenen Decks bauen, weil ich gar keine Zeit dafür habe nebenbei. Außerdem habe ich die gar nicht auf dem. Na doch, ich könnte deinen Account nutzen. Ich hasse Modehaut zu stark. Modehaut, extra fancy. Das Problem an Modehaut ist, dass sie random angreift, ne? Also sie ist nicht wirklich zu stark. Das Comeback des Jahrhunderts. So, wenn ich den jetzt ausspiele, bin ich auf wie viele Punkten? 22, ne? Das heißt, da liege ich immer noch 7 Punkte zurück. Der wird mir 5 Punkte bringen. Ich müsste meine Anführerfähigkeit einmal einsetzen, aus welchem Grund. Der hat schon gepasst. Er hat gepasst. Er hat gepasst. Shuffleboard-Meister, Wuvahook. Noah. Oh, das ist doch ein Chiru. Das Comeback des Jahrhunderts. Glaub nicht, also ich glaube, er hat auf jeden Fall noch einen Oswald oder so. Und der hat wahrscheinlich auch noch seine Moomin. Aber wir haben noch Chiro, ne? Chiru. Milva ist auch ganz gut. Na, du bist nicht so toll. Du bist auch nicht so toll. Modehauts Beauty Channel. Jetzt auf YouTube. Muss halt mal wirklich so machen, die so eine Maske holen. Dann die ganze Zeit so die Geräusche einspielen. Und dich dabei schminken. Wenn du mal furzen musst, dann machst du ein Platzgeräusch. So am Ende jedes Video. Ja, weil Monster sich gegenseitig fressen, ne? Wobei nicht gegen jedes Monster-Deck.
Gibt auch Monster-Decks, die kommen, ja. Aber bei den meisten fressen halt wirklich doch einmal. Aber selbst wenn es nur eine Karte trifft, ist es meistens nicht so schlimm, wenn man eine schwache Karte erwischt. Okay, ich lege auf jeden Fall den Neophyten ab, weil das ist die schwächste Karte momentan auf der Hand. Zieh noch einen Lane. Das wird ganz schön ein langes Unterfangen, bis ich wieder die ganzen Regeln kann da. Du guckst die ganze Zeit zu. Nein, die Regeln kann ich, aber was die ganzen Karten können. Klar gucke ich die ganze Zeit zu, aber ich merke mir jetzt nicht jeden Karteneffekt. Wie auch. Okay, fang mit Milba. Wenn er viele Harpien rausholt, haben wir einen guten Chiro. Habe ich gerade voll zugesaut. Okay. Möchte ich die Trollen locken? Ist die Maus nicht etwas zu klein für dich? Nee, die ist sogar genau richtig. Es gibt keine. Es gibt auf dem Markt keine größere Maus. Ich habe es mit Razer-Mäusen versucht oder auch mit anderen, aber anders als Rockhard-Mäuse. Ja, kannst vergessen. Ich brauche sehr kleine Mäuse, aber die gibt es irgendwie auch nicht. Super, unser Trinkbrunnen ist kaputt für die Katzen. Ach. Und erst neue Filter dafür gekauft, weißt du? Meinst du, ich kann mir einen günstigen nachbestellen? Ich habe keine Ahnung. Ach nicht, nee. Speerspitze. Das ist halt so dieses Riesenproblem, ne? Monster haben sehr starke Einheiten. Muss wirklich einen optimalen Chiro landen. Sonst wird das nichts. Aber Chiro werde ich wahrscheinlich nicht optimal hinkriegen. Weil dem vielleicht 3-4er wegbrennen können. Okay, es sind mehr 4er. Oh, muss mein Kontostand checken? Waste of arrows, that lot. Die Frage ist, möchte ich das Ei einmal nach hinten bewegen? Eigentlich nicht. Wozu? Oswell, der wird sich die Zehner fressen. Oder hat er eine Zehner ausgespielt? Was hat er ausgespielt mit Oswell? Oswell kann ich theoretisch auch. Das ist gut, das ist sogar sehr gut. Okay, ich habe einen Shiro. Der ziemlich maximal wegbrennen, das heißt maximal wegbrennen kann, aber ich kann ihm 4 Vierer wegbrennen. Das sind 16 Punkte, das wird nicht ausreichen. Ich komme auch seine letzte Karte an, aber. Regis. Und er hat ihn in die falsche Reihe gespielt. Ich glaube, dass er ihn in die falsche Reihe gespielt hat, ist sein Untergang jetzt. Das war ein Fehler, dass er den in die falsche Reihe gespielt hat. Okay, und Chiro. Nein, doch, es war ein Fehler. Hätte er mit Regis gewonnen? Nein, weil Regis hätte 5 Punkte geklaut, 10 Punkte. Er hätte mit Regis trotzdem verloren, okay. Früh auf den Stick drücken. Ist das noch so? Weiß jemand, ein bisschen verspottet? Also mit welcher Taste? Ich weiß es gar nicht. Bei PS4 R3? Ist es noch R3? Wahrscheinlich, oder? Ich habe keine Ahnung, wenn ich ehrlich sagen soll. Das kann ich leider nicht sagen. Wir brauchen eine Catcam. Wir brauchen so eine Actioncam, so eine günstige. Ihr könnt theoretisch auch die Kamera, die du hast, die richtige Kamera, kann man auch als Webcam benutzen. Du willst die große nehmen? Ja, können wir auch als Webcam benutzen. Ich dachte so als, keine Ahnung, hängst du Blackie über den Bauch oder so? Nein. Also ich könnte eigentlich theoretisch mal hier testen, wobei ich glaube hier ist es Select drücken auf dem Xbox-Controller. Ich spiele aber auch mit Controller. Ist ja eigentlich, wenn wir hier so zusammensitzen, ist es eigentlich angenehmer mit dem Controller zu spielen. Okay, Elfmoach kommt weg. Sonst möchte ich nichts weiter ablegen. Wir spielen momentan wirklich, also, na gut. Weißt du, eigentlich könnten wir das Teil weglassen, wenn wir uns endlich mal das Richtige bestellen würden. Aber das Richtige würde auch nochmal 50 Euro kosten. Ja, ich weiß. Also von da. Außerdem ist es so ganz angenehm, weil so kann ich direkt hören. Ne? Bei einem anderen würde es, glaube ich, nicht gehen. Doch, wenn du wieder einen Slot hast für Kopfhörer. Achso, ja, dann, aber ja, okay. GoPro auf die Katze. Ja, auf die Karte. Dann mache ich das bei mir zu Hause auch und dann wird das lustig. Wobei, ich könnte eigentlich wirklich mal den ganzen Tag aufnehmen, was die machen. Also, wenn ich es bei meinem machen würde, dann würde ich einfach nur so tipp, tipp, boom. Na so.
Da wird sich dann nichts mehr verändern. Oh, lass doch mal so einen Sound einbauen. Immer wenn er sich bewegt. Verarschst du gerade mein Kätzchen? Nein. Er ist super süß, aber er ist dick. Das bin ich wirklich. Ich war jetzt in Philipp Cam. Wollte nicht anders aussehen. Oh, geht auf Toilette. R3 ist es nicht. Links reindrücken. Also hier auf der Controller. Auf dem Xbox-Controller ist der linke Stick reindrücken. Kann rechts reindrücken sein. Was will ich ausspielen? Siehst du, die sind alle für eine GoPro. Aber es gibt auch so eine kleine Kameras zur Überwachung. Und sowas kannst du ihnen noch rumhängen. GoPro für die exklusive Roomtour aus Katzensicht. Okay. Möchte ich Isengrim schon ausspielen? Ich denke, Blacky wird da sehr oft drauf liegen. Die Frage ist, was er halt für ein Deck spielt. Ich denke mal, es ist ein Eredin im Imlerov-Deck. Warum? Ich habe keine Ahnung. Wieso? Na. No mercy! Einfach weil ich das denke. Wir haben keinen Neophyten, ne? Das ist halt so doof, 5 Elfen aufs Feld zu kriegen ohne einen Neophyten. Der hat hundertprozentig einen Forktail. Da werde ich so einen drauf lassen, dass der einen Forktail hat. Aber nicht hier. Okay, wir haben 3 Elfen schon auf dem Feld. Nächste Runde einfach Neophyten, der hat einen Elfenwatch, aber nein. Das kann ja nicht so sein. Das ist halt echt doof. Also er ist bestimmt nicht das Mount-Art-Deck, weil das wird nicht mit den Foglings spielen, weil die werden halt verschwinden. Endet dann Glenna? Freut ihr euch schon auf den Frühling? So. Weil ich sehnsüchtig auf den Frühling warte. Du. Du brauchst das Licht. Ich brauche das Licht wirklich. Ja, das ist die deutsche Winterdepression, wie man sie immer so schön nennt. Die deutsche Winterdepression, die gibt's auch in anderen Ländern. Ich finde das gar nicht mal so schlimm. Also ja, Winter. Du siehst ja auch öfter das Tageslicht als ich. Weil ich nicht arbeite? Also nicht zu den Zeiten arbeite? Ja, genau. Wie viele Elfen habe ich auf dem Feld? 1, 2, 3, 4. Was ist eigentlich euer Zuschauerrekord? Keine Ahnung. Ehrlich gesagt. Müssen wir mal gucken, aber wir waren schon mal ziemlich hoch, als wir die Streams, also die Turniere restreamt haben. Guten Abend, die Damen und Herren. Nabeln, Free Rainbow. Abend, Free Rainbow. Frühlingsgefühle? Nein, ich. Also ich glaube, wir waren schon über 50. Mag das einfach nur, wenn es lange hell ist. Ja, er macht auch Spiele gegen Zuschauer, aber zurzeit. Weniger, aber es wird auch kaum gefragt derzeit. Ich könnte die ganze Zeit, ja, also spiele immer, ihr müsst es halt nur reinschreiben. Ja, früh genug, dann können wir es auch einrichten, ne? Weil wir haben immer ja. So einen kleinen Plan, was wir dann. Wir haben halt nur diesen 2-Stunden-Stream, das ist halt immer extrem doof, nur so 2 Stunden zu streamen. Okay, was will ich aus dem Deck raus haben? Ich denke mal, da wir jetzt schon relativ viele Karten in der Reihe haben, würde sich eigentlich. Will ich eine Melane? Ich will keine Melane. Will ich Toro boosten? Unser Zuschauerrekord, keine Ahnung. Also wir waren mal über 50, als wir die Turniere restreamt haben. Das war ich. Okay, hat gepasst. Ja, Wochenende ist halt bei mir mal Familienwochenende. Familientag, ich habe nur einen Tag Wochenende. Traurig. Ich spiele auf dem PC. Die Frage ist, möchte ich jetzt weiter 24 spielen? Stunden Stream zu Ostern. Nee. Warum 24 Stunden Stream? Keine Ahnung, hatte ich nicht vorhin gesagt, dass wir, wenn wir 1000 Abonnenten haben. Ja, aber das ist noch nicht da. Aber das ist noch nicht da. Das ist noch nicht offiziell. Ich glaube, ich will eine lange Runde spielen. Also zu Ostern ist ganz schlecht, weil ich da Prüfungsvorbereitung habe. So. In der Woche, zwar jetzt nicht zu Ostern direkt, aber zu Ostern muss ich dann halt wieder meine große Familie besuchen.
Hatten wir ja schon zu Weihnachten. Also hey, die Familienfeier meines Freitag, die am Samstag wäre, auf Monatsende verschoben, meine Eltern haben es in den Knochen. Muss ich irgendwas bewegen in seinem Deck? Ich denke eher Was nicht. Muss ich tun, um dich zu einem Kampf herauszufordern, also außer dich herausfordern? Verschenke ich ein Abo? Nein, ihr müsst kein Abo verschenken. Ihr könnt einfach sagen, ihr müsst nur den... entweder ihr edit uns, man müsste ja unseren Namen jetzt sehen können und dann können wir ganz gerne mal ein Freundschaftsspiel machen. Oder, ja, nicht, muss ich irgendwas verschieben? Ich nehme mal das Verschieben und nehme mal weg, als Artefakt kaputt machen. Na, sind doch nur noch 165 Abonnenten. Was hast du gesagt? Was wolltest du? Bei 1000 Abonnenten. Ich finde 24 Stunden Streams blödsinnig, wenn er zwischendurch keine Lust mehr hat, wird's ein Krampf. Nee, da haben wir ja den Vorteil, dass dann einer sich einfach auf die Couch packen kann und schlafen kann und der andere macht einfach weiter. Nein, tatsächlich, ne? Also das wird jetzt, glaube ich, nicht so das Problem werden. Guckt ja auch kein Mensch 24 Stunden zu. Ich hoffe, dass er irgendwie eine... Nein, man muss ja kein 24-Stunden-Stream machen, aber man kann ja... Das ist jetzt wieder so eine Bullshit-Deck-Taktik, ne? Was will ich jetzt dagegen machen? So, ich komme nicht an dieses Deck ran. Also ich kann die Karte nicht resetten. Das heißt, alles, was er jetzt hat, wird er einfach fressen und auf diese Karte maximal raufpacken. Ich finde Eredin ganz toll, aber alles immunisieren können ist doch schon wieder doof. Ja, das schreit halt gerade so dazu, gewisse Taktiken zu spielen, ne? Death to humans! Was war denn das jetzt? Was? Hat so gequietscht gerade. Achso, das war hier unten der Hocker. Soll ich die mal ölen? Nee, muss nicht. Ich öle so gern alles. Ja. Ja, das ist halt, das ist das, was ich an Eredin nicht mag und diesen dauerhaften 24 Stunden Streams angewendet wäre anstrengend, ja. Ja genau, aber meinen längeren Abend, Nachmittag, ja natürlich, so dachte ich das dann halt auch. Okay. Aber wir würden dann auch nicht permanent nur Gwen spielen, ich glaube, dann würden wir halt auch so mal wieder Sachen spielen. Blue Mountain! 24 Stunden spielen, würden wir alles mögliche durchspielen. Ja. Erstmal 10 Stunden Witcher. Also Gwen wird halt auch, wir haben ja gesagt, beim 24-Stunden-Stream, man kann solche Spiele wie Gwen spielen, aber irgendwann wird man einfach nur matschig im Kopf. Da muss man wirklich so ein bisschen verteilen. Wenn wir richtig matsch im Kopf sind, müssen wir Cards Against Humanity spielen. Das ist alles 10 mal lustig. Also 8 von 10 Spielen zu verlieren ist kein guter Deal. Aber gegen jeden Jiren ist er gebumst. Ja, die Frage ist halt, wie häufig sieht man gerade Jiren? Also ich würde aktuell Jiren als nicht zu häufig auf dem Rang bezeichnen. Ich habe in letzter Zeit sogar sehr wenig Jiren gesehen hier. Problem ist, ich habe jetzt halt nichts zum Angreifen, ne? Was will ich halt tun? Ich wollte euch gerade fragen, ob du das kennst, dass deine Haare sich in der Brille einklemmen. Ja. Du hast ja nicht so lange Haare. Doch, kenne ich. Aber ja, stimmt, du hattest ja auch mal ein paar Haare. Ja, ich hätte auch mal eine Brille. Du hast immer noch eine Brille, du hast nicht. Wir müssen hier mal eine neue machen lassen. Nein, kosten viel zu viel. Okay, das geht doch gar nicht. Was bezahlst du für deine Kontaktlinsen immer? Also gegen Jiren ist er gefickt. Aber wir haben kein Jiren. Punktetechnisch werden wir auch nicht wirklich hinterherkommen. Was hat er denn da für ein Steroiden-Vieh auf dem Feld? Tja. Oh, so werden wir ja. Ja, natürlich, aber so wie er spielt, ist es halt auch sehr gefährlich. Ja, wie ne? gesagt, ne, also ein Jirden, es muss aber Jirden sein, so. Was anderes kann ich halt nicht bumsen, ne, weil immun, ich finde trotzdem, jetzt eine Seuche und Bumm, Seuche spielt auch keiner mehr. Also solche Brand sind so Karten, die eigentlich keiner mehr spielt, so, die sind sehr selten. Wenn, ist es wirklich ein Jirden, was dich dann bumst. Reaches kannst du auch nicht machen. Nicht immer so über Bumsen. Hau rein, Chef Koch. Hau rein. Also Seuche und Verbrennen sind halt zwei Karten, die sind eigentlich relativ selten noch gesehen, ne? Es gibt noch Decks, die spielen, also es gibt Ausnahmen, was, ja. Die Sache ist, man hätte dieses Duell ganz leicht gewinnen können, wenn man eine andere Karte hatte. Ja. Und das ist halt so momentan das, was ich an Gwent rangliste. Es ist halt Schere, Stein, Papier. Darüber haben wir vorhin auch im Auto geredet. Wenn ich gegen so ein Deck antrete,
dann habe ich keine Möglichkeit, mit meinem Deck zu gewinnen. Dann habe ich automatisch schon verloren. Das kann halt auf der Rangliste passieren. Er wiederum hat halt gegen jedes Deck, was Nieren vielleicht spielt, sofortig verloren. Was halt für ihn ein Nachteil ist. Ne? Das ist halt so, okay, ich cure jetzt mit dem. Habe ich die Chancen zu gewinnen? Dann ja. Diejenigen, die morgen wiederkommen, dann bis morgen. Und ansonsten... Hau rein, Chewbacca. Eine schöne Woche, ne? Francesca, ich denke mal, die wird einen doppelten Wettereffekt spielen. Weil die das sehr gerne machen. Ich weiß nicht warum. Ding, ding. Die Sache ist, wenn man am Anfang noch irgendwas gehabt hätte, um ihn aufzuhalten. Ich finde halt, dieses Immun mit Eridan ist es keine schlechte Fähigkeit. Es gibt halt momentan keine Karte, die wirklich extrem OP ist, wenn man sie immunisiert. Aber wenn es irgendwann mal eine Karte geben sollte, dann kann Eridan halt sehr, sehr schnell broken sein. Und es gibt Möglichkeiten, alles zu immunisieren. Dass du aber auch immer die Witcher gleich hast. Ach, sag mir bitte nicht, das ist noch ein Ziel-Deck. Guck mal, wie hier. Warum spielt gerade jeder? Also das jeder Pokémon-Starter-Prinzip vom Prinzip her, kannst du auch sagen, das Pokémon-Starter-Prinzip, ja. Möchte ich sie hier kaputt machen? Eigentlich möchte ich sie hier kaputt machen. Ich meine, ich kann es auch, ne? Ich hole mir meine Artefaktzerstörung aus und mach sie hier kaputt. Francesca kann sie hier tatsächlich auch dreimal wiederbeleben. Sogar mehrfach. Ich hatte was, um mich kaputt zu machen. Okay. Ich müsste irgendwas Stärkeres ausspielen. Ja, komm hier, ich werfe mal die jetzt weg. Ich kann jetzt natürlich auch passen, aber ich will eigentlich nicht die erste Runde aufgeben. Weil er wird in der ersten Runde mit Zihil spielen wollen, in der zweiten Runde damit Wettereffekte. Okay. Hast du denn irgendwas gegen Wettereffekte? Nein. Wahrscheinlich auch nicht, ja. Das ist auch so. Gwent hat momentan einfach zu viele, Nein, ich hab die falsche Karte! Mann! Ich hab verklickt, der war ein weiter rechts. Ach, leck mich, da werde ich nächste Runde jetzt passen. So, versuch an die 21 Punkte ranzukommen, ist mir jetzt auch egal. ich glaube, es ist die Möglichkeit gegeben, so noch mit Jeet spielen zu können, aber dann haben wir etwas gepennt. Jeet kannst du trotzdem noch unterbrechen, auch wenn er immun ist. Das ist es halt. Ja, ist noch ein Missklick. Ist nicht so schlimm. Ich meine, er muss 10 Punkte aufholen, so. Ich weiß nicht mal, ob sie hier da ausreicht. Will ich noch weiterspielen? Eigentlich nicht. Komm, er passt. Das sind 10 Punkte, er muss trotzdem noch was spielen mit sie hier. Er muss noch eine Karte ausspielen, aber er kriegt seine lange Runde. Aber ich bin sowieso auch auf einer langen Runde gut, ne? Aber wir können trotzdem noch gewinnen. Und wenn er sie hier wiederbelebt, kann ich es immer noch kaputt machen. Aber wie gesagt, ich denke nicht, dass er sie hier wiederbelebt. Ich denke, er hat noch Ragnarok im Deck, will die erste Runde mit sie hier gewinnen und die zweite Runde will er doppelt Ragnarok auf sein Feld legen. Und die meisten spielen nicht mit Wetterclear. Es gibt 3 Karten oder so, die Wetterclearen können. 4 eigentlich. Aber die spielt niemand. Weil die eine Karte, Wetter ist dafür viel zu selten gesehen. Spielen wir eigentlich die ganze Woche Gwent oder machen wir auch zwischendurch was anderes? Willst du zwischendurch auch was anderes spielen? Weiß nicht, wenn der Patch rauskommt, natürlich nicht, ne? Aber die Frage ist, wann der Patch rauskommt. Richtig. Müsst jetzt irgendwas mit 7 Punkten ausspielen, das wird nicht ausreichen. Okay, mit 2 Karten. Ich denke mal, der wird Ende der Woche rauskommen, so wie die das jetzt gesagt haben. Sie haben noch kein Fest. Ja, wie gesagt, das Problem sind halt die Zertifikationen, die sie für die Konsolen brauchen, weil Konsole kann man nicht einfach so einen Patch aufspielen. Okay. Och, jetzt habe ich euch alle mein Essen gezeigt. Mmh, yummy. So, ich kann nächste Runde abwerfen, was ich will. Ja, wie gesagt, die Sache ist, der wird einen doppelten Wettereffekt spielen. Das ist schon meine Artefaktzerstörung. Ich muss jetzt eigentlich nichts ablegen. Wenn er jetzt spielt, ist er Madman. Madman Lugos. Fliene ist raus. Milva hätte ich ganz gerne eigentlich noch. Shiro Isengrim wären auch nicht verkehrt. Das Problem ist halt, wir haben wirklich momentan sehr viele Möglichkeiten mit Gwent, aber wir brauchen mehr Wetterclear-Karten, die auch noch anderweitig nützlich sind. Wir bräuchten
bräuchten, jetzt hätte ich fast gepasst, aber ich kann noch einen ausspielen. Wir bräuchten auch irgendwie mehr Artefakt-Zerstörungskarten, die nützlich sind, ne? Weil entweder man hat gerade die Antworten oder man hat sie nicht und das kann halt sehr frustrierend sein. Aber man kann gegen andere Decks auch noch gewinnen. Hätte ich zum Beispiel gewusst, dass das Imleriff-Deck auf den Schleimling setzt, statt auf Imleriff, dann hätte ich natürlich die Runde spielen sollen. Elfenwatch, den muss ich ablegen. Ich hoffe natürlich, dass ich die so rauskriege, aber es wird schon schief gehen. Flina, habe ich die nicht abgelegt? Ach, die habe ich zurück ins Deck gemischt, ne? Ja. Ah, das ist interessant. Da kann ich die Brigade relativ gut rauspumpen. Ich brauche trotzdem Shiro. Ich brauche trotzdem Shiro. Ich habe so keinen Shiro. Dass meine Brille nicht mehr ausgeblendet wird. Ich habe keine Milva und ich habe keinen Shiro. I must think of my folk. Okay, Caretaker. Sie hier wird sofort weggemacht. Aber ist das... Kannst du bitte aufhören mit der Maus, weil du spielst hier im Spiel rum. Ich weiß, aber ich habe mich gerade gewundert, dass ich... Tja, kannst du jetzt aufhören? Ich will dich nicht wieder verklicken. ist aber du hast eine Linkshänder-Maus geholt, kann das sein? Nee, es ist eine Rechtshänder-Maus. Hä? Wieso ist es eine Linkshänder-Maus? Na, weil die so geht. Ja, von rechts hier, mit dem Daumen rein. Wenn es eine Linkshänder-Maus wäre, dann wäre die... Ja, stimmt, aber die ist komisch. Wieso ist die komisch? Eigentlich hast du ja den... drehen wir wieder... eigentlich hast du es ja das hier vorne, der rechte immer rechts. Nee, also er, immer ein er kann nochmals die Heal wieder beleben, wenn ich den Caretaker put mache. Und das will ich jetzt möglichst verhindern. War ja den Zeigefinger eigentlich nicht so. Na gut, bei der Größe ist es vielleicht uninteressant, wie groß der Zeigefinger ist. Oder soll ich nochmal. Doch, das wäre jetzt eigentlich eine relativ coole Strategie, oder? Was? Was ist, wenn ich sage, ich mache den Caretaker kaputt? Er schießt ihn jetzt selber mit dem Speer kaputt, belebt ihn wieder, belebt Sehil wieder und dann kommt die zweite Artefaktzerstörung. Das ist ein guter Plan. An sich. Wenn er darauf eingeht. Wo ist Sashiro? Shiro ist leider im Deck drin, den haben wir nicht gezogen. Manchmal hat man das Pech und zieht seine Karten nicht nach. Das kann passieren. Ja, er macht es! Sehr schön. Ja, wie gesagt, er kann nochmal Sehil wieder beleben. Aber das hätte er doch eigentlich wittern müssen, oder? Ich weiß es nicht. Ich überlege gerade, was hätte ich an seiner Stelle getan. Wahrscheinlich hätte ich auch so gespielt. Aber eigentlich müsste er... Also ihr spielt ja nicht gerade auf kleinen Rängen. Eigentlich müsste er wissen, dass er Caretaker wiederbeleben kann. Dass du das weißt. Ach Mann. Vielleicht spielt er auch. Ich würde ganz gerne eigentlich eine Lane hoch. Du weißt schon, was ich meine. Ein Elf noch. Ja. Wobei Caretaker wieder zu beleben ist halt. Weiß ich nicht, ob er damit wirklich gerechnet hat. Dass ich noch eine zweite Artefaktzerstörung habe. Normalerweise, die meisten Decks spielen gerade mal eine Artefaktzerstörung, weil es wirklich Decks gibt, die nichts spielen. Ne? Das Deck hier spielt gerade mal zwei Artefaktzerstörungen, einfach weil die Elfen halt relativ wenig kosten und sowieso funktionieren. So, das war eine Anlehnung auf Where's Sabrina. Where's? Das ist schön. Okay. Die Sache ist jetzt aber, ich kann das Ding nochmal kaputt machen und, ja. Willst du meine Haare anfassen? Seitdem die geschnitten wurden, sind sie so weich wie ein Pinsel. Ich hab deine Haare schon angefasst. Fass sie an. Ist das jetzt eine Drohung? Fass sie an. Hilfe. Meine Spitzen sind so weich wie ein Pinsel. Wo ist die Schere? Und dann wächst doch eh wieder nach. Ja, dann mache ich mir einen Pinsel aus deinen Haaren. Achso. Guck mal, nochmal sie hier weg. Wieso? Weil du jetzt weil die so weich sein möchtest. Weil die weich sind wie ein Pinsel. Oder? Aber so ein weicher Pinsel, nicht so ein fester. Where is she? Where is she here? Das kannst du mit allen S-Karten machen. Aber Sabrina ist immer noch die beste. Where is Sabrina? Hat irgendjemand die Netflix-Serie Sabrina gesehen? Nein. Die soll gut sein. Ich traue mich irgendwie nicht. So, ich mache jetzt aber seinen Caretaker nicht nochmal kaputt. Meinst du, er könnte ihn nochmal ausspielen? Könnte er. Er könnte ihn zurück ins Deck mischen. Es ist ein Relikt, aber er hat kein weiteres Relikt, ne? Also es ist ein Relikt. Sagen wir mal, er mischt ihn zurück ins Deck und spielt ein Einhorn aus und holt dann mit Call of the Forest nochmal einen Caretaker aus dem Deck raus. Es ist auch möglich. Ich habe Angst. Bleib weg mit dem Schwert.
Aber wie Sie sehen können, Decks, die mit Sihil funktionieren, funktionieren ohne Sihil eigentlich relativ... Wie Sie sehen können... Nicht. Soll ich den Caretaker nochmal kaputt machen? Ach, komm mal. Denkst du, hier wird auf der kurzen Runde nicht mehr gefährlich? Na, nicht essentiell gefährlich, ne? Also, es ist jetzt, gut, jetzt ist die Runde schon zu kurz. Oh. Könnte noch ein Regis oder so spielen, ne? Meinst du, er spielt ein Regis? Yes, one. Der wäre tatsächlich möglich. Die Frage ist, ich kann halt auch meine Zweier aus der Reihe rausholen. Oder meine Dreier. Wenn er den hinten angreift, dann bewege ich... Okay, jetzt schon aufgegeben. Sabrina ist auch eine der wenigen Grand-Karten mit einer eigenen Netflix-Serie. Das stimmt gar nicht. Es soll ja demnächst die Witcher-Serie rauskommen. Mal gucken, wann. Wo das Casting schon sehr verkackt wurde manchmal. Hast du den neuen Aladdin angeguckt? Das Casting dafür... Das ist verkackt. Wieso? Keiner will Will Smith als Genie sehen. Aber er wird wenigstens blau so, ne? Du hattest ja am Anfang bei Witcher das Problem, dass da Charaktere einen schwarzen Hautton bekommen, der überhaupt nicht... Ich meine, schon allein, wie war das nicht? Hier, Francesca Finderbär. Die sieht in den Büchern genauso aus wie Yennefer. Die kriegt aber in dieser Netflix-Serie einen leicht indischen Touch, so wie es hieß. Das heißt, die sieht nicht aus wie Yennefer. Irgendwas spielen wir. Gegen wird, wird der wenigstens animiert dann? Der Will Smith? Ich weiß nicht, ob der animiert wird. Nein, sieht nicht so aus. Erste Bilder von Aber Will Smith. Der wird halt blau. Okay. Wehe, das ist jetzt schon wieder ein Sichildeck. Dann drehe ich aber langsam durch. Möchte ich erstmal den Speer vernichten? Ich möchte, glaube ich, erstmal die Karte ausspielen. Ich mag Will Smith einfach nicht. Keine Ahnung. Franziska, hi, hier bin ich, Mensch. Hi, nebenbei. Hi. Blue Mountains! Blue Mountains. Ach, vielleicht stört mich an Will Smith auch einfach nur, dass er halt als Schauspieler ziemlich overrated ist. Er hatte eine Zeit, da war er ganz gut. Er hatte eine Zeit, da war er wirklich gut. Da war er sogar underrated, meiner Meinung nach. Aber mittlerweile... Sorry, es ist einfach nur noch... Tja. Wild Wild West war zum Beispiel auch ein Film, der eigentlich gar nicht gut ankam, den ich aber gar nicht so schlecht fand, ne? A lesson in humility coming now. A lesson in humility... Coming now! Die meinte ich. Enedan Glenna! Fringilla Vigo. Ja, Fringilla meine ich ja. Warte, habe ich Francesca gesagt oder habe ich Fringilla gesagt? Ich weiß nicht. Ja, du hast schon wieder Francesca gesagt. Habe ich wieder? Ich weiß es nicht. Also Fringilla Vigo soll halt so aus dem Yennefer, die war ja auch mit Geralt Toussaint so ein bisschen am rummacheln und die sollte jetzt in der Netflix-Serie so einen indischen Touch bekommen. Yennefer ist aber eine Weiße. Ist der Roman Reigns der Schauspieler? Wer ist denn Roman Reigns? Roman Reigns. Reigns? Roman Reigns, nicht Roman Reigns. Ich hab doch Wayne's gesagt, ich hab nur genuschelt. Erstmal Film Ende, meckern. Nee, ich mach ihn ja nicht schlecht, aber ich mag ihn halt als Schauspieler nicht. Wahrscheinlich wollte ich halt auch die Witcher-Filme erstmal schlecht machen. So, ja. Nee, es geht nicht darum, dass die Filme in irgendwelcher Form schlecht sind. Die Filme haben mit dem Casting meistens nichts zu tun. Aber ich finde Will Smith aber an sich halt ein bisschen. Es gibt, manche mögen halt einfach die Leute nicht. Also er hat gute Filme, das möchte ich gar nicht abstreiten, aber ich finde, er ist jetzt nicht so ein Bomben-Schauspieler. Okay. Außerdem versucht er, seine Kinder überall reinzudrücken. Nicht alle. Das erste Will Smith-Kind, von dem hast du nie was gehört. Ja. Ich weiß gar nicht, was der macht, genau. Aber ja, der ist halt irrelevant. Mhm. Okay. Ist halt nicht sein Liebling. Das größte Problem ist, wir haben immer noch kein Shiro, ne? Ich meine, ich habe zwei Karten, die mir Shiro beschaffen können. Aber wir brauchen Shiro eigentlich bei diesem Matchup. Und ich bin jetzt mal so dreist, wenn wir den in der ersten Runde ausspielen.
einem Wrestler bei WWE, den man zum Gesicht der Company machen wollte, aber nicht so angekommen wurde. Ah, okay. Hab letztens gesehen, dass das sogar noch läuft. SmackDown. WWE, ja, warum soll es nicht laufen? Der Beste ist I Am Legend. Eine Karte geht noch. Now we will see who is weak. Neophyten wollte ich noch ausspielen, ganz gerne. Will ich auch noch die Beweger ausspielen? Ach, ich kann auch so vieles ausspielen. In den meisten Filmen habe ich auch das Gefühl, dass Will Smith einfach nur Will Smith spielt. Aber ja, es gibt immer Oma halt. Das ist genauso wie Ninja, ne? Hast du das mit Ninja mitbekommen? Mit seinem Siegeszug, sag ich mal. Da haben sich doch viele Twitch-Streamer aufgeregt. Ninja ist momentan der größte Twitch-Streamer eigentlich, weil er Fortnite-Stream so ist, der bekannteste. Okay. Ja. Und der hat halt den New York Times Square-Stream gehabt. Zum Neujahr hat er gestreamt, ne? Mhm. Und ja. Ich fühle wohl nicht so gut gewesen zu sein. Er hat einen Fortnite-Tanz gemacht und niemand hat mitgetanzt. Also es gab da schon so ein paar Cringe-Momente in dem Ding drin. Wir haben schon wieder kein Chiro. In Bad Boys fand ich ihn besser. Ja, das ist ja das, was ich meine. Also es ist irgendwie. Jeder hat seinen Will Smith-Moment. Ja, ein Schauspieler, den man so, naja. Ich mochte ihn zum Beispiel in Wild Wild West. Hey, listen here. Wie gesagt, er hat auch gute Filme, mal davon abgesehen, aber es ist halt... Ninja ist wirklich momentan echt overhyped, aber er ist halt irgendwie, weiß ich nicht, Ist halt schnell auf den Zug aufgesprungen. Nee, er war nicht... Auf den Hype-Train. Er ist nicht unbedingt der Erste, der auf Fortnite gespielt hat. Nein, aber... Aber er hat's halt, naja... Er wird schon zeitnah mitgespielt. Mal sehen, wie BB3 wird. Abwarten. Ich meine, manchmal hype man auch Spiele vorher und danach sind sie erst richtig kacke, ne? Das ist genau dasselbe. Ich meine, gucken wir zum Beispiel Fallout 76 an. Viele gesagt haben, das wird's, das ist mein Game. Und danach waren sie alle enttäuscht. Kumpels von mir sind jetzt auch sauer, weil sie halt über 60 Euro bezahlt haben für das Kackspiel und nach ein paar Wochen war es halt für 30. Ja. Also Bethesda hat wirklich mit Fallout eine Menge falsch gemacht. Das Schlimmste ist nicht mal Fallout an sich selber, weil das wusste man vorher. Das Schlimmste ist, was sie einfach so marketingtechnisch abgezogen haben mit den Nylon-Bags und danach noch mit diesem Nuka Dark Rum. Hast du das mitbekommen? Mhm. Die haben Rum verkauft für 80 Euro eine Flasche und der hatte halt diese Fallout-Raketenform, ne? Wie in den Spielen bekannt. Diese Außenhülle der Raketenform war allerdings nur eine Hülle. Das war, Peter. Das war nichts Besonderes. Das war außenrum einfach nur eine Hülle. Okay, wow. Und da haben sich halt viele drüber aufgeregt, dass das halt einfach nur so eine Hülle ist, wie das denn sein kann. Und ja, sie haben halt gesagt, dass das es... Fallout ist Käsepunkt. Ich fand Fallout Shelter ganz lustig. Und da haben sie halt gesagt, dass es niemals angepriesen wurde, dass es eine Glasflasche sei. So, da haben sie halt auch... Viele haben sich drüber aufgeregt. Ist so wie bei eBay... wo die ein Karton PS4 verkaufen. Nicht die PS4, sondern den leeren Karton. Und darauf die Leute richtig bieten. Wenn ich das jetzt mache, habe ich den ganzen Reihe hinten eine 6er, ne? Ach komm, was soll's. Aber in Amerika darfst du sowas machen. In Deutschland wäre das schon wieder, denke ich mal, ans Gericht gegangen, weil das eine falsche Werbeaussage dann in dem Sinne war. Fallout Käse. Ich finde Fallout kein Käse. Also jeder hatte irgendwann mal ein Fallout-Spiel, was er richtig toll gefunden hat. Das ist, glaube ich, einfach... Fallout an sich ist nicht Käse, aber der Publisher. Bethesda hat auch nie wirklich sehr viel falsch gemacht. Bethesda hat sogar sehr viele gute Sachen gemacht. Kann ich wirklich so sagen, ne? Ja, aber beispielsweise Fallout 76 ist ja nur geupcycled. Naja, es ist halt einfach nur mal dasselbe Spiel, nur online. Ja. Sie haben eine Online-Welt rumgeklatscht, ne? Kommt drauf an, was mit Fallout 76 hat die Lore zerstört. Ja, das kann passieren. Wobei, was war großartig die Lore von Fallout? Also ich kenne wirklich, was war die Lore? Ich kenne mich mit Fallout nicht so aus, ne? Ich weiß nicht, was die Lore von Fallout war. Also wenn mir jemand sagen kann, was das war, bin ich ziemlich dankbar. Das soll jetzt nicht negativ klingen, aber ja. Ich glaube, der hat noch einen Geraldieren. Ich glaube, wir haben keine Chance. Wir liegen jetzt schon 17 Punkte hinten. Bethesda Games sind halt Bugfesters. Aber es war auch schon
Fallout 4 hatte die gleichen Glitches, wie sie jetzt noch in Fallout. Die haben nie was dran getan an der Engine. Und die wollen Elder Scrolls ja auch noch auf dieser alten Engine machen. Die Engine gibt es seit Morrowind. Das ist halt so ein uraltes Spiel. Ich weiß es nicht. Atombombe war die Lore. Mehr nicht. Lore. Sieht übrigens gerade nicht so gut aus für uns. Möchte ich mal anmerken. Warum willst du ja schon spielen? Das Problem ist, Shiro würde uns halt so viel retten, ne, wenn wir einen Shiro hätten. Haben wir aber nicht. Problem ist halt auch, er kann, glaube ich, nichts wiederbeleben, weil er keinen Krieger auf dem Friedhof hat, oder? Hat er irgendeinen Krieger? Marodeur könnte er wiederbeleben. Er hat keinen Kriegereinheit oder so, die er wiederbeleben kann. Ich will ihm jetzt auch keinen auf dem Friedhof schießen. Ne? Jetzt wird's erklärt. In 76 dürfte es keine Supermutanten, Vertibots, die Bruderschaft und ein paar Dinge nicht geben. Wahrscheinlich, weil die ja später gekommen sind. Tja. Aber sind wir mal ganz ehrlich, die Lore oder so, da interessieren sich die wenigsten für die Fallout-Lore. Es gibt immer wieder ein paar Leute, aber ich denke mal, die meisten Leute, die Fallout gespielt haben, die werden sich nicht für die Lore interessieren. Ich weiß, da wir wissen, wie weit sie den Karren in den Dreck fahren können. Ich glaube auch, dass die Spiele echt Potenzial haben, ne? Aber wenn die halt so verbuggt sind und so und man dadurch halt den Progress verliert oder sonst was, ist halt echt ätzend. Okay, es kommt seine letzte Karte am letzten Hirn, das hat er sofort nicht gewonnen. Und auch so wird es relativ knapp. Haben wir überhaupt noch eine Chance? Er muss noch irgendein. Er kann nur einen Zweier oder sowas wiederbeleben. Was ist seine letzte Handkarte? Ein Deck, das Zerspiegel. Ah, oh, das ist bitter. Noch ein Marodeur oder eine Zweier? Nacht bis morgen, please steps. Hau rein, please steps. Bis morgen. Hammer, können wir das noch schaffen? Es ist halt echt. Also, dieses Deck ist halt wirklich ohne Shiro sehr. Sehr, sehr gewinnungsbedürftig. Wir haben unentschieden. Wenn ich mich nicht verzählt habe, oder? Nee, wir haben keine Unentschieden. Doch, wir haben Unentschieden. Die ersten beiden Teile waren gut von vorne. Wir haben Unentschieden. GG. Ja, die Anführerfähigkeit macht man der Brigade immer noch 12 Punkte, ne? Sektor Inquisition BD. Dann war es mit der Lore vorbei. Ah, oh, passiert. Verlieren wir? Ne, verlieren nichts, ne? Ja, verlieren nichts. Da bleibe ich bei Witcher 3 oder Dragon Age. Hau rein, please, Steps. Überleg, ob wir nochmal ein anderes Deck spielen sollen. Ich meine, ich habe jetzt auch langsam mal die Schnauze voll von Elfen. Ich spiele mal Schub. Schub ist einfach simpel. Was hast du mit deiner Zelda-Verpackung gemacht? Nichts, wieso? Achso, weil da ist sowas drüber gelaufen. Bestimmt wegen den Katzen, mach. Ja, ich weiß gar nicht, was immer ausgelaufen ist. Ach, guck mal, jetzt spielen wir gegen Buva. Es dauert einfach so unfassbar lange, Gwent Ranked aufzusteigen, ne? Ich meine, wir haben jetzt den ganzen Abend gespielt, sind immer noch Rang 7. Es dauert wirklich echt unfassbar lange. Heutzutage, aber die ersten beiden Tage, ich wollte mit Teil 3 einsteigen, aber 5 Minuten aus der World raus und packte mich irgendwie nicht. Okay. Habe ich aber auch, also Teil 3 fand ich halt auch, aber ich bin auch nie der Fallout-Fan gewesen. Ich mochte sogar viele Fallout-Teile nicht wirklich. Oh, guck mal, da ist der Peter. So, Peter können wir sogar in der ersten Runde vielleicht noch ganz gut nutzen. Don't you fret about me. Can take care of myself. Und da hat mir der Pseudo-Open-World auch einiges, ja. Ist Mass Effect das bessere Fallout? Also Mass Effect war eigentlich auch immer relativ gut, bis zu dem Andromeda-Teil. Der war halt dann auch so... Ja, was soll ich sagen? Weil etwas Nettes wird es bestimmt nicht sein bei Andromeda. Der wurde halt richtig verkackt. Finde ich tatsächlich gar nicht mal so schlimm, dass er den nach hinten schiebt. Das Mass Effect-Debakel. Das war echt wirklich ein Debakel. Von 2017. War das 2017? Ja. Ich weiß nicht, wie lange die
das noch so weitermachen wollen. Können, Ubisoft? Ist die Frage. Ja, Ubisoft, also, ja, wie gesagt, allgemein, letztes Jahr gab es sehr, sehr viele Spiele, die absolut schlecht rausgekommen sind. Wobei, der neue Assassin's Creed kam ja wirklich sehr gut an. Den fand ich auch gar nicht so schlecht, bis auf dass die Open World vielleicht ein bisschen too much war teilweise. Ja. Nee, aber was kam letztes Jahr nicht verbuggt raus? Kann man dann, da kann man eher nachfragen, ne? Was kam letztes Jahr nicht verbuggt raus? Da wirst du, glaube ich, eher eine Antwort finden. Weil es war doch schon relativ viel. Kam Plötze schon raus? Ich habe noch keine Goldkarte gespielt, ne? To work! Ich möchte erstmal so ein bisschen verhindern, dass Elfenbotsch rauskommt. Okay. Frage ist, möchte ich nächste Runde passen? Now we will see who is weak. Elfenwatch kommt trotzdem nicht raus. Ich könnte noch einen Gimpy Gervin, ne? Aber der würde nicht von den Punkten her aufholen. Aber ich weiß, dass er eine lange Runde braucht. Ach doch, das reicht von den Punkten, weil Plötze habe ich vergessen. Gimpy Gervin! Irgendwie kommt mir das Film heute recht lange vor, weil ich glaube, es liegt einfach nur daran, dass ich schon... Dass du müde bist? Nee, dass ich schon echt lange hier bin. Ach so. Spyro Remastered ist Bugfrog. Ja gut, ist auch ein Remastered. Das ja, aber cool. Sie haben ganz schön aufgewertet, muss man dazu sagen. Das finde ich auch lustig, dass nachfolgende Versionen Bugs noch auftreten können. Ne? Also das haben sie auch gestern bei, weiß ich gar nicht, gesagt, dass es manchmal spätere HD-Remakes habt, die noch Bugs drin haben, die davor eigentlich nicht in diesem Spiel drin waren. Das hast du auch ganz häufig bei Übersetzungen einfach nur, ne? Zum Beispiel Zelda oder so haben ganz viele Speedrunner immer gesagt, in der englischen, zum Vergleich zur der japanischen Version, gibt es Sachen, die sind anders. Ich habe nichts zum Locken. Nächste Runde würde Elfenwatch rauskommen. Ich könnte einen Einhorn ausspielen, das würde von den Punkten rüber können. Ich könnte Gimpy, ich könnte Peter ausspielen, der würde von den Punkten rüberkommen. Peter ist mir aber tatsächlich ein bisschen zu schade. Hier, God of War war doch gut. Ja, God of War. War das nicht auch bugfrei? Nee, wahrscheinlich nicht. Doch, es war bugfrei. Ja? Es war sogar sehr bugfrei. God of War hatte keinen einzigen Fehler. Möchte ich wirklich ein Einhorn schon ausspielen? Ja. Ich will diese Runde halt unbedingt gewinnen eigentlich. Monster Hunter. Auch gut. War, glaube ich, auch bugfrei. Ja. So ziemlich. Also am Anfang des Jahres kamen die Spiele halt raus, aber danach so... Mitte, Ende des Jahres oder so kam alles nur verbuggt raus. Wirklich vieles. Also es gab, glaube ich, mehr verbuggte Spiele letztes Jahr als normale Spiele. Die Saber Rider Serie, ja, Fireball Mancher und nicht Saber Rider. Hat mich einfach gestört. Okay. Aber ich passe noch. Naja, Mass Effect war seit dem zweiten Teil schon mehr Action als RPG. Aber ich fand auch manche RPG-Effekte in Mass Effect 1 eigentlich eher lästig. Ich finde es gar nicht so schlimm, dass sich das ein bisschen geändert hat. Okay, was will ich abwerfen? Eigentlich nichts, weil ich denke nicht, dass er die Runde spielen wird. Er wird sofortig passen und dann kann ich den guten Wauufti ausspielen. Werde ihm sein Chiro aus dem Deck rausmischen. Der heißt aber Trehen Wauufti. Ja, siehst du, ich nenne ihn Wauufti. Wauufti. Okay, es ist kein Chiro, aber ich kann immerhin eine Effeline rausnehmen. Wie Effeline hochkommt. Also ich fand Mass Effect 2 war tatsächlich der mit einer der besten Teile. Wenn nicht sogar der beste, so von der Story her. War einfach tausendmal besser als Mass Effect 1 inszeniert. Mass Effect 3 war sehr schlecht. Man kann es nicht anders sagen. Also das Ende war wirklich, hat sehr viel runtergezogen. Ja, so, der gute alte war oft hier. Schürzenjäger vor dem Herrn. Okay, möchte ich noch eine Karte ablegen? Kennt ihr Heroes of Might and Magic? Ja. Ja, sehr gut sogar. Bitte kein Hexer? Können wir eine Hexer nachziehen? Ja, wir können Hexer nachziehen. Boah, was bist du denn? Naja, ich war gierig. Gierig. Aber wir haben halt von den Hexern, wir haben noch drei unserer besten Karten. Du darfst auch immer nicht sagen, was du nachziehst. Das ist ja schon mal aufgefallen, immer wenn du sagst, wir ziehen das nach, ziehen wir das auch nach. Heroes Might and Magic hat nach dem dritten Teil auch nachgelassen. Also da gab es einfach noch so die besten Elemente.
Das ist meine große Blonde, kommt im Westen als Helden. Ihr versteht halt sowieso nicht. Also in Deutschland wird es bestimmt groß, dass die große Blonde ankommt. Wie häufig musst du pissen? Ich hab fast die ganze Flasche leer getrunken. Wieso trinkst du fast die ganze Flasche im Stream? Ja, keine Ahnung, weil ich Durst hatte. Es wird nicht einmal was angeboten, seitdem ich hier bin. Ich hab dir vorhin was angeboten. Was zu essen, ja. Ja. Trinken kannst du fragen. Außerdem weiß ja, wo das Trinken steht. Jetzt bin ich schon kein Gast mehr hier. Du bist schon ewig kein Gast mehr hier. Gib mal deine Haare her, ich will ein Stück. Okay. Das Gute ist, wenn ich nur Dreier ausspiele, dann kann er Shiro nicht nutzen. Soll aber auch vielleicht relativ bald mit Schub anfangen, weil das Problem am Schub ist, der kann auch nach hinten losgehen, ne? Was ist, wenn ich... Also ich habe Schubjäger, ich kriege nie mit einem Schubjäger den Verursache 9 Schaden random. Nie. Und ich werde es auch jetzt nicht kriegen. Wollen wir wetten? Ich kriege keinen random 9 Schaden. Oh, random 9 Schaden. Ich habe nichts gesagt. So, kommst du mal wieder zurück auf die Hand und kommst nochmal hier aufs Spielfeld. So, Junge, und du machst nochmal hier alles kaputt, bis auf einer. Okay. Im amerikanischen Dubbot, man kann japanischen Lied garantiert so ein Pearl Harbor-Ding. Und den siebten Teil habe ich, glaube ich, gar nicht gespielt. Kann ich sagen. Wir haben nicht mal irgendwas zum Blockieren. Wir haben nicht eine unserer Blockkarten gezogen und haben schon wieder einen Wandermann auf der Hand. Boah, vielleicht sollte ich Wandermann doch rauskicken und Leo Bornhardt reintun. Wieso kommst du jetzt so fröhlich wieder? Ich war auf Toilette. Ach so, aber diesmal auch ziemlich schnell. Ja. Warum ist Top jetzt so an MG gebunden? Schub? Weil Nilfgaard momentan den besten Schub-Effekt rausholen kann. Weil man Schub doppelt ausspielen kann. Ich meine, Schub hat immer noch so... Ich weiß nicht, man kann ihn auch in anderen Decks spielen. Man kann ihn in jeder Fraktion spielen, aber... Nilfgaard halt kann einfach einen doppelten Schub ausspielen, was sehr stark ist. Ich habe mich gerade schon gefragt, wer Hop ist, aber er meint Shop. Schub. Da wird er sogar mit einem... Mit einem, ja. Also im Englischen wird er mit U geschrieben, im Deutschen wird er mit dem O geschrieben. Aha. Mit dem durchgestrichenen, oder? Ja. Weiß aber auch nicht, wie das heißt. Okay, ich glaube, er will von uns die Zweier wieder wegschirun. Durchgestrichenes U. Will er die Zweier wegmachen? Ich meine, es wäre mir vollkommen egal... komm hier, Sire. Es kommt in dänischen, norwegischen, färöischen, südamerikanischen und seine Aussprache entsprechend dem Ö im deutschen, schwedischen und isländischen kann als Ö, zum Beispiel bla bla bla, also es wird als Ö ausgesprochen. Schüb. Ja, Schüb. Schüb. Schub. Ich nenne ihn trotzdem immer Schub wegen Schüb. Englischen, wegen dem U. Weil Shop, ne? Ja, ja. Er ist der Shop-Troll. Schüb, Shop, Schüb. Macht er jetzt echt die Zweier weg? Ne, er macht die Vierer weg. Oh, das habe ich nicht bedacht. Warte, ich kann auch mal kurz gucken, wie man das auf dem PC macht. Das stand hier nämlich auch irgendwo. Für alle, die sich dafür interessieren. Schöp Nilfgaard. Okay, seine letzte Karte. 6, 4, also er hat 2 Punkte schon, ne? Was darf seine letzte Karte? Es gibt keine Squirt Hill Karte, die nicht unter 4 Punkte hat. Er hat gewonnen. Seine letzte Karte müsste wirklich sehr grottig sein. Das könnte. Halten Sie unten links die Taste. Wenn es eine 4er ist, hat er Altgrin in der Leertaste und dann 1, 5, 5. Ja. Call nee, nur Force. Alt. Alt musst du drücken. Ja, Altgrin und dann 1, 5, 5. Nein, nur Alt. Nur Altgrin. Nur Alt. Und dann? Nein, nur Alt. Und dann? Na, 1, 5, 5. Oder 0, ja, 2, 1, 6. Ich sag doch Alt-Gr und dann 1, 5, 5. Nein, nicht Alt-Gr. Nur Alt. Ja, Alt. Das, die Taste heißt so. Nein, Alt. Nur Alt. Aber du hast gesagt, links von der Tastatur. Aber hier steht nur Alt.
Aber da steht alt, also du hast gesagt links von der Tastatur, das ist alt. Hier steht aber nur alt, sollst du drücken, wie behindert. Na. Und dann 155 halt. Ja, und wenn du 0216 machst, machst du das große. 146 ist, glaube ich, das AE zusammen. Das weiß ich auch noch. Das waren diese Special Commands. Aber ja. Einmal bitte jemand probieren. Steht da schon, Schub Hunter. Ich würde sagen, wir machen noch eine Runde mit dem Schub Deck. Haben wir uns gerade verloren. Das war so knapp. Naja, nicht ganz so knapp, aber ja. Hätte ich zuerst nicht Asaya ausgespielt, hätte ich es dann noch geschafft. Er hat meine Vierer weniger weggebrannt, aber Isengrim hat im Prinzip so viele Punkte ausgemacht, dass es jetzt schon wieder. Weißt du, wenn wir den Boover spielen, spielen wir gegen alles andere. Wenn wir nicht Boover spielen, dann spielen wir gegen den. Okay, aber diesmal kann ich wenigstens keinen zweiten Hexer ziehen. Diesmal haben wir wenigstens einen Lock. Schub fehlt noch, aber den will ich erst später rausholen. Frage ist, spielt der mit Milva? Nein. Ganz einfach auf PS4. Füge dem Gegner einen Schaden. So möchte ich die Karte locken. Ich denke mal, ich werde ihn locken. Das ist nämlich ein gutes Ziel für Wannemar. 8 Punkte. Mehr würde ich bei Square Tail nicht kriegen. Okay, er hat kein Call of the Forest auf der Hand. Seine ganze Hand muss aus Elfen bestehen. Das ist gut zu wissen. Das ist in der Tat echt gut zu wissen. Human Soldier, Human Soldier ist auch ein Human Soldier. Der macht auf jeden Fall 4 Schaden. Das heißt, den Speermann sollte ich relativ früh ausspielen, solange ich in der Melee-Reihe noch 2 Soldaten habe. Ich glaube, ich greife sogar die 9er an. Die kann ich mit Peter zurücksetzen. Das wird auch sexy. No message. Das schöpft Nilfgaard. I shall not fail. Jetzt kommt Elfenwatch raus. Ich weiß, dass er Elfenwatch nicht zurück ins Deck mischen kann. Was mir einen erheblichen Vorteil verschafft. So, erstmal möchte ich die 8 machen. Zack, weg war so. Ja, ich weiß halt im Prinzip, dass er keine hier Ding jetzt hat. Er hat keine Zauber auf der Hand. Das heißt, er hat auch kein Zerreißen oder so auf der Hand. Das heißt, ich kann hier spielen, wie ich will. Kann er irgendwas zum Zurücksetzen? Höchstwahrscheinlich nicht, oder? Ansonsten booste ich Wanne mal ein paar Punkte. War auf dir. Okay. Nächste Runde spiele ich einen Peter aus. Ich warte halt noch immer auf den Isengrim. Okay. Ach man, Phil. Was denn? Anekdote, by the way. Ramrod Bismarck, den gleichen Voice Actor wie Optimus Prime. Ich bin Optimus Prime. Hast du dir eigentlich den neuesten Transformer-Teil angeguckt? Ja. Und? Konnte man sich die wieder angucken, oder? Nee, die werden immer schlechter. Die werden immer schlimmer, ja. Also den neuesten jetzt nicht, diesen Bumblebee, der dieses Jahr rausgekommen ist. Den habe ich nicht angeguckt. Ja, der sieht ganz gut aus. Aber ich möchte dafür auch ehrlich gesagt nicht ins Kino. Aber der soll irgendwie auch nicht so... Nee. Möchte ich mein Einhorn ausspielen? Ich meine, ich würde damit über seine Punkte rüberkommen, ne? Der erste Teil war ja noch irgendwie gut. Naja. Von Transformers. Naja, doch, nicht. Also im Vergleich zu den anderen war der ja schon fast Oscar-reif. Na, was ist seine letzte Karte auf der Hand? Benutzt er seine Anführerfähigkeit, ist die Frage. Die braucht er für Shiro am Ende. Das heißt, wir haben die erste Runde gewonnen und wir können die zweite Runde jetzt schon ziehen.
Der erste Film war 1986, von dem reden wir nicht. Wir reden von dem Reboot. Dem Reboot-Film, ja. Kannst auch bei Hobbit sagen, so. Aber Hobbit hat er viel früher angefangen, so. Oder Tron. Oh, habt ihr euch mal den ersten Tron-Film angeguckt? Meisterleistung. Was denn? Der war echt gut. Der war... Aber die Spezialeffekte, ey, das Krebs. Ja, tut mir leid, damals hätten die nicht besser sein können. Tja, der hat wahrscheinlich nicht gedacht, dass ich ziehe, ne? Die Frage ist, möchte ich gegen den auch noch ziehen? Ich meine, Schub ist relativ gut. Er muss seine letzte Hand gerade ausspielen. Muss nächste Runde anfangen. Er hat ein paar Karten weniger auf der Hand, ne? Call of the Forest. Der muss sogar seine Anführerfähigkeit auch noch raussauen, oder? Ne, Milane reicht aus. Aber damit hat er so ziemlich jedes seines Gutes Feuers verloren. Shiro hat er noch. Ist dir schon mal aufgefallen, dass sie Spider-Man bis jetzt am meisten gerebootet haben? Soll nicht gut sein, wenn du gute Reviews möchtest. Robert Hoffmann, DVD, der ist in der Szene dran. Ich bin tatsächlich ganz ehrlich, ich kenne Robert Hoffmann, also nicht persönlich, aber ich habe damals sehr gerne Frank Tausch geguckt. Der ist ja leider an Krebs gestorben damals. Frank Tausch war für mich ein perfekter Kinokritiker, weil Frank Tausch mir genau das gesagt hat, worauf es bei mir auch bei Filmen so ein bisschen ankommt. Ne? Jeder Kritiker handelt ein bisschen einzeln. Jeder Kritiker hat eine andere Stimme und Frank Tausch war für mich damals wirklich der Perfekte. Auch nichts gegen. Ich bin gerade dran. Psch, warte, kannst du gleich sagen. Ich weiß, was du sagen willst. Ich weiß, aber lass mich jetzt mal ausreden. Mhm. Ich will nicht wieder einen Faden verlieren. Jetzt habe ich ihn verloren. Nee, aber Robert Hoffmann hat für mich. Bin dann gewechselt, habe mir Robert Hoffmann mal angeguckt am Anfang. Für mich hat er nicht so diese Kritik gehabt, wo ich sage, das ist für mich ein guter Kritiker. In meinem Sinne her, von meinem Geschmack her, weil das, was ich in Filmen vielleicht mehr mag als er, habe ich vielleicht teilweise ein bisschen positiver gewertet. Was ich vielleicht nicht so gerne mag, habe ich vielleicht ein bisschen, oder was mir nicht so gefällt, ist vielleicht bei mir ein bisschen negativer, was aber er nicht so kritisch sieht, ne, in Filmen. Jeder hat im Film einen eigenen Geschmack. Es gibt Leute, es gab einen Typen, der hat sich letztes Jahr The Bee-Movie, also den Bienenfilm da, auf Netflix über 300 Mal angesehen, ne. Vielleicht ist es für ihn der beste Film der Welt. Aber, Robert Hoffmann ist, weiß Gott, kein schlechter Kritiker, aber er ist nicht mein Kritiker. Okay. Ja, Robert Hoffmann, also ich habe ihn ja auch schon live getroffen und das ist eben so, dass er auf diesen Social Movie Nights halt immer sagt, oh ja, top Film, alles geil und in seinen Kritiken dann halt, also ich verstehe es ein bisschen, warum er das macht, weil ja da auch immer die Produzenten und so mit bei sind, aber er ist trotzdem noch ein Kritiker, er sollte trotzdem Du meinst jetzt, am ersten Tag sagt er immer, war so voll geil, ne? Ja, genau, sagt er immer voll das, geil. Das habe ich aber auch teilweise bei Filmen, dass ich denke so, oh, der Film war jetzt, boom, richtig geil. Aber so, im Endeffekt, wenn du so ein bisschen drüber nachgeschlafen hast, hast du am Tag noch eine andere Meinung, weil dann fallen dir noch ein paar Dinge auf. Ja, aber der Resident Evil-Film, der war ja überhaupt nicht gut. Der war okay, der war aber nicht gut. Okay, ich würde aber sagen, wir machen für heute Schluss. Es tut leid, aber wir hatten heute schon einen etwas längeren Tag. Wir werden uns morgen um 20 Uhr wieder treffen, dann wird es davor kein Livestream gehen. Und morgen Wolfgang M. Schmidt. Den kenne ich auch nicht. Den kenne ich auch noch nicht, oder? Doch, ich glaube, von dem habe ich schon mal gehört. Es gibt momentan viele Kinokritiker. Also ja. Das ist halt auch so ein Ding auf YouTube, was sich durchgesetzt hat nach Frank Tausch. Gibt es wirklich sehr viele, die rausgekommen sind. Viele ist aber auch nicht schlecht. Viele, ja, ist nicht schlecht. Es ist auch nie gesagt, dass es schlecht ist. Ne? Das Einzige, was ich auf Twitter, was ich auf YouTube nicht sehen will, sind Assi-YouTuber. Aber davon sind auch in letzter Zeit sehr viele rausgekommen. Ist leider so. Jeder kann das drehen auf YouTube, was er drehen will. Okay. Wen wollen wir hosten? Schiki? Oder? Ja, Schiki freut sich. Ich glaube, Schiki freut sich. Dann schicken wir euch jetzt nochmal an Schiki weiter. Wir verabschieden uns für heute Abend. Da ist er wieder. Der freut sich ja immer, wenn man ihn hostet. Und wie gesagt, morgen 20 Uhr wieder. Livestream war heute nur ein bisschen kürzer. Aber ja, grüßen Schiki von uns und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein. Tschüss.